Hallo liebe Leute, herzlich willkommen wieder zurück bei den Ziegen. Jo, wir machen lustige Dinge immer und heute möchte ich zentral mal die Quests abschließen und dann geht es natürlich um die Goat-Statuen und um die Hauptstory. Ich sehe jetzt aber gerade nicht eine Quest. Müssen wir mal gucken. 5G-Upgrade. Okay, das machen wir zuerst. Dafür rasen wir mal herum mit einem Auto, das schon vorbei ist. Ach komm, Polizei, ja. Jo, Dankeschön für die Unterstützung. Das Projekt ist ziemlich beliebt. Ich habe gerade die Taste verwendet. Mann, dieses Umstellen von GTA und so immer. Muss ich halt die dumme F-Taste immer drücken. Ja, aber ihr kennt es bei GTA. Was ist bei GTA die F-Taste? Ist das dein Ernst? Ist das ein Ernst? Ich komme hier nicht raus. Weg damit. Jo, man kennt es, jedes Game hat eine andere Tastenkombination, also ja, Steuerung. Ist natürlich nicht so einfach. Wenn man halt meistens GTA wegen einem Rollenspiel-Server spielt, den ich gebaut habe. Also ich hier habe ihn nicht gebaut, ich habe einen Sklaven, den Lukas, dafür eingestellt. Aber er wird von mir Finanzierung von mir umworben. Natürlich auch von Lukas. Der ist sowieso so mega fleißig. Man kann es auch nicht verübeln. Der macht das sehr, sehr toll. Jo, und scheinbar auch sehr toll gemacht. Also es gibt keine Features. Aber das ist ein anderes Thema. Das möchte ich mit euch jetzt nicht unbedingt bereden. Falls ihr Lust habt, ja, auf meinem Discord-Server bekommt ihr mehr Informationen. Und auch einen Link über zum, ja, Projekt. Rollenspiel, genauso wie ich eigentlich in diesem Projekt auch immer mehr machen will. Aber es geht einfach nicht. Das Game will nicht, dass man Rollenspiel macht. Es ist einfach viel zu witzig. Ich finde jetzt gerade auch die Baustelle nicht. Das weiter unten, oder? Dieses, ja, komische Zeugs da. Und was bekommen wir dann? Irgendwas? Esoterik? Ich weiß das Wort auch nicht. Esoterik, nein. Einfach etwas, was nicht von dieser Welt ist. Exoteristisches, glaube ich, heißt es. Auf jeden Fall irgendwas Schwieriges. Hier oben haben wir die Goldstatue schon mal gesammelt. Weiter oben gibt es nichts. Vielleicht jetzt hier gerade kurz noch umschauen. Die Ziege hat Lust auf Gold. Ja, dann bekommt man ein Feature, das richtig, richtig interessant wird. Wo ich jetzt gar nicht mal so oft machen will, aber es ist auch lustig. Wir wollen ja keinen Müll vertreiben, oder? Auf jeden Fall, ja, gibt es irgendwas, ein cooles Features. Also Feature. Wir haben irgendwie etwas Goldenes auch schon bekommen. Ich weiß aber nicht mehr genau, was es ist. Goldene Schuhe, glaube ich. Für 25 gefunden. Also ich muss lecken. Dann muss ich sofort auf dieses Brett, damit ich hochkomme. Nein, ich muss hier starten. Okay. Es wird wahrscheinlich nicht so schwer sein, aber es ist sehr begrenzt mit der Zeit. Jetzt muss ich eigentlich hier aufs Brett rüber, sofort hoch und dann glaube ich nochmal Strom. Komm. Jetzt hochlaufen. So. Dann hier bleiben, wenn es geht. Habe ich es geschafft? Ja, es ist schon fertig. Ich dachte noch irgendwo weiter hoch. Ah, haben wir das beim ersten Mal schon geschafft? Wow. So, also, was kommt jetzt? Wir haben Energie, wir machen einen Strahl. Oh, ich glaube, die Welt geht unter. Ja, genau, die Welt geht unter. Es ist wieder eine Alien-Invasion. Die sind ganz böse, diese Alien. Ganz böse. Wie der Wirbelsturm, den wir auch bald machen. Wollen wir sie schon machen? Komm, wir machen sie jetzt schon. Es ist zwar ein bisschen weiter weg, aber ja, jetzt momentan müssen wir einfach ein bisschen mehr reisen. Geht ja nicht anders, oder? Oh ja. Also. Jo, das Spiel ist bald mal fertig. Es gibt vielleicht noch ein paar Ostereier. Es gibt noch vielleicht ein paar versteckte Sachen, aber es ist bald fertig. Aber ich möchte das Spiel jetzt noch nicht einfach aufgeben. Also falls ihr einfach keine Lust mehr habt, schreibt es am besten in die Kommentare. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, schreibt es am besten auch in die Kommentare, damit es natürlich noch viel weitergehen kann.
Und jo, wenn ihr mitspielen wollt, einfach nur zu, am besten über Discord mit mir, ja, schreiben und dann reden, wäre das Beste, weil es macht natürlich unglaublich viel Spaß und ich möchte jedem den Spaß gönnen, auch wenn es natürlich bei vielen jetzt nicht so interessant und toll rüberkommt, vor allem jetzt, wenn man fährt oder so, aber das ist halt die Verwöhnung und da sollte man eigentlich sich gar nicht mal so verwöhnt denken. Also seitdem ich wirklich abgelassen habe, dass ich so verwöhnt sein muss, geht es mir einfach viel besser. Und ja. So, jetzt machen wir erstmal ein bisschen Wind, weil wir wollen ja einen Wintersturm. Und das wollte ich eigentlich ganz am Schluss machen, nur es ist gar nicht mal so schlimm, der Wirbelsturm kommt fast nie. Dafür haben wir jetzt ein schönes Tütü. Ja. Aber wir landen leider daneben, aber das ist so völlig übertrieben. Ich will ein Fisch sein. Der Fisch fliegt doch besser. Fische fliegen viel besser. Und dann holen wir noch. Ja. Ja, genau. Ja, ja. Dann holen wir noch eine Atombombe. Und dann ist der Part schon richtig genial. Oh, ich will hier drauf. Ich will hier oben landen. Alles Gute zum Geburtstag, Philipp. Niemand hat geantwortet. Jemand ist ganz alleine. Wie der Drago auf YouTube. Der hat nie Zuschauer. Lüge. Alles nur eine Lüge. Dieses Mal schaffe ich's drauf. Aber ich wusste gar nicht, dass man weiter noch hochgeschleudert werden kann. Nur es ist hier nichts. Ich dachte, auf einem Ufer wäre irgendwas. Vielleicht auf einem anderen Ufer. Ich sehe jetzt gerade gar nichts. Ah, oh, wie langweilig, Entwickler, ist halt nicht gut genug. Ich würde gerne ein neues DLC sehen, das wirklich umfangreich ist. Bitte, liebe Entwickler, einfach nochmals 10 Euro verlangen und der Drago ist glücklich. Egal, wie viel er zahlen muss, Hauptsache Content! Content! Ich möchte Content! Ich möchte weiter suchen. Viel weiter suchen, aber ganz viel weiter. Ist hier nichts in der Qualität? Poule moi pour les toilettes. Alles ist arm. Armut, kein Luxus. Leute mit Armut müssen unterstützt werden. Schaut mehr zu. Nein, jetzt ist fertig mit diesem blöden Gejammere. Ich bin ja eigentlich nicht so, aber ein CC ist, bin ich auch manchmal. Also. Aber das muss nur sehr witzig sein. Ich will niemanden auf den Keks gehen, damit. Wir Schweizer sind sowieso genügsam. Wir bleiben lieber auf der Alm und warten, bis es geht oder regnet. Wir armen Schweizer sind sowas von arm. Ist es hier? Also es gibt noch eine Sammelquest. Die möchte ich gerne in einem Livestream oder so machen. Oder einfach, wenn es langsam nicht mehr... Hey, da war ich ja vorerst schon. Also, wo ist jetzt dieses blöde Quest mit diesem dummen, einsamen Geburtstagskind? Ich sehe nichts. Kann ich da eigentlich auf der Karte das sehen? Der Umzugshelfer, das ist die Quest. Das sind 50. Irgendwie, weiß nicht, wie viele Kartons muss man zusammensammeln. Da ist es, okay. Gut, also man kann zwar markieren, aber man sieht einfach nicht... Doch, man sieht es oben auf dem Radar. Gut, also hier, das wird gleich nicht mehr so schön aussehen hier. Nach dieser Quest, gell? Also nicht wundern. Hier wird ein bisschen etwas kaputt sein. Aber pst, war nur ein Spann. So, also scheinbar macht das Spiel wieder unglaublich viel Spaß. Ist jetzt nach, weiß nicht wie vielen Parts, natürlich schon ein bisschen runtergegangen. Aber ja, es ist halt einfach eine große Map. Ah, der braucht eher jemanden von draußen, glaube ich. Ja. Der Polizist! Der Polizistin? Bist du denn die Polizistin? Hast du Mopse? Siehst du, die ist gut. Und der Fisch. Ja, der Fisch kann leider nicht so wohl. Bringe die Kanzel in die Garage, das ist eine andere Quest. Da! Du hast jetzt jemanden. Jetzt mach Party mit dem. Kurz mal schauen. Weil die Quests sind immer ein bisschen... Jo, man weiß nicht, was man machen muss.
Niemand hat geantwortet. 1 bis 3 Freunde mitgebracht. Also Polizist hast du, der, also Polizistin hast du, die ist leider tot. Ach komm, wir werden einfach mal zum Rihorn wieder machen. Dann kommt diese coole Frau. Die auch. Das ist nur weibliche. So. Und dann kommt noch, ich habe noch einen gesehen. Du musst, wenn ich schon die Taste drücke, dann musst du auch drinnen bleiben. So. Jetzt. Wir machen nur ein bisschen Unfälle. Und dann kommt noch wegen ja, tollen Leuten noch so einer, der richtig toll aussieht. So. Wir haben die Clownschuhe. Schuhe bekommen. Ich sage jetzt auch schon Schuhe. Ist Schuhen in Deutschland eigentlich irgendwie korrekt? Also ich kenne es aus der Schweiz. Nicht so. Dass wir Schuhen würden sagen. Eher gar nicht. So, also machen wir mal einen Clown aus uns. Clownschuhe können wir freispielen. Die gäbe es vielleicht doch kostenlos, aber nicht mit dieser Quest. Und wir hätten eine Clowns-Perücke. Weil wir haben mehr als genug. Also in einem Spiel werdet ihr durch Quests und so Sachen viel mehr verdienen. Also ihr könnt die Sachen einfach ausgeben, wenn ihr sie wollt. Das ist das Gute an diesem Spiel, oder? Jetzt sehen wir einen Clown mit Schild. Ich habe einfach drauf gewartet. Helium Chaos. Dann nehmen wir das noch aus. Und was muss ich drücken? F. Ja, was passiert? Ah, nach mehreren Schüssen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ja, viel Spaß mit den Aliens dort oben. Können wir hier auch zum Fliegen? Ja! Yes, baby! Das ist jetzt mal wirklich etwas Witziges. Die heben einfach Milk ab. Ich komme, glaube ich, nicht mehr runter. Nein, nicht einsteigen. Und ich tue das Auto entführen. Tschüss! Nicht Auto. Ah, die reden auch noch so heliumartig. Dünn. Hoch. Also diese Quest machen wir später. Ich will aber nicht haben. Das Spiel nervt wieder ein bisschen. Umzugshelfen. Nein, diese Quest eben nicht. Eine andere Quest. Was haben wir noch? Wir haben noch irgendwie. Ah ja, wir haben noch. Sehenklemmte, aber das ist der große rote Knopf. Da müssen wir hin. Gut. Haben wir noch mal ein bisschen mehr Spaß. Also, wieso? Schon wieder verpackt. Das Spiel lässt uns manchmal einfach. Nein, keine Mann. Die Giraffe, sie schafft sich immer wieder raus zu mobben. Yes. Wir sind die Giraffe der Giraffen. Giraffe.